Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video und heute habe ich mal für euch die neue Eventwoche in GTA. Ja, normalerweise sollte ich das Video schon am Donnerstag hochgeladen haben, allerdings hatte ich das zeitlich nicht geschafft, da ich donnerstags auch immer Fahrschule habe. Ja, ich muss immer gucken, wie ich das zeitlich hinbekomme. Allerdings haben wir jetzt gerade, also sollten wir 13 Uhr haben, ja, und jetzt kommt das Video halt am Freitag so ungefähr um 13 Uhr für euch online. Ja, heute dreht sich alles rund um die Eventwoche in GTA, was in der GTA-Eventwoche so alles abgeht. Ja, das ist auf jeden Fall richtig geil, es ist das Valentins-Update da, aber was dazu mehr, werde ich euch heute jetzt noch in diesem Video alles zeigen. Ja, wir fangen jetzt einfach mit dem eigentlichen Video an, das Valentinstags-Content ist jetzt auch schon da. Ja, das hat heute angefangen am Donnerstag, auch wenn es jetzt erst, glaube ich, am Dienstag oder am Montag ist, keine Ahnung. Ja, der Baller ST ist für den Sofortpreis jetzt auch erschienen. Ja, der kostet $890.000, wenn ihr den sofort kaufen wollt. Und wenn ihr ihn freigeschaltet habt, ja, dann kostet der ganz einfach nur noch $667.500. Ja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich nices Angebot. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Dann machen wir ganz einfach weiter. Hier ist es jetzt so, dass wir ein T-Shirt gewinnen können, oder bekommen können, einfach nur durchs Einloggen. Das ist das. Ich hoffe, das ist richtig. The Many Wives of Alfredo Smith. Ja, das könnt ihr kostenlos bekommen. Ja, sollte ich was falsch gesagt haben, könnt ihr mich gerne korrigieren, dann wisst ihr Bescheid. Jedenfalls ist das das T-Shirt, was wir freischalten können. Rockstar Games wird hier auch langsam zum Flohmarkt, das habe ich aber auch geschaut, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, das ist auf jeden Fall das T-Shirt, was wir jetzt diese Woche in dieser Eventwoche freischalten können. Einfach einloggen, innerhalb 72 Stunden sollte das wie immer geliefert werden und dann habt ihr das auch schon freigeschaltet. Dann haben wir im LS Kami das Preisfahrzeug. Wer hätte es gedacht, passend zu Valentinstag, der Roosevelt. Man muss drei Tage in Folge auf den Top 1 sein und schon hat man dieses Auto dann kostenlos freigeschaltet. Das ist auch das Einzige, was ihr dafür dann tun müsst. 3 Tage in Folge auf die Top 1 müsst ihr einfach nur kommen. Das ist auch alles, was ihr dafür tun müsst und dann machen wir auch ganz einfach weiter. Naja, heute gönnt Rockstar Games wirklich krass. Und lohnt sich wirklich für jeden. Das empfehle ich hier jeden von euch einfach zu machen, wer das noch nicht getan hat. Ja, dreifach Geld und RP auf die Casino-Story-Mission. Das ist da mit Vincent und so. Und jedenfalls kann ich die nur empfehlen. Die Story ist tatsächlich sehr, sehr geil. Hat mir die Story bis jetzt am besten gefallen aus dem GTA Online. Ja, dann haben wir dreifach Geld und RP für die allgemeinen Casino-Mission von Miss Baker. Da bekommt ihr dreifach Geld und RP drauf. Ja, und ich denke mal auch dreifach Casino-Chips, aber das weiß ich tatsächlich ganz genau nicht. Dann machen wir jetzt weiter. Das ist passend zu Valentinstag. Dreifach Geld und RP auf die Reihe, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist auf jeden Fall was ziemlich Nices. Habe ich auch damals schon oft gespielt, vor 2 oder 3 Jahren circa. Und das hat mir bis heute wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dann haben wir zweifach Geld und RP. Leider hört das jetzt schon mit dreifach Geld und RP hier auf. Ich weiß auch nicht warum. Zweifach Geld und RP auf dem Flintenhochzeit, auf die Flintenhochzeitreihe und nicht auf dem Flintenhochzeitreihe. Mehr auf die Flintenhochzeitreihe gibt es zweifach Geld und RP. Und das gehört auf jeden Fall zum Short Trips Valentins Content. Ist auf jeden Fall auch so eine ziemlich nice Sache. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich habe den Modus, glaube ich, einmal in meinem ganzen GTA-Leben gespielt, soweit ich mich noch erinnern kann. Ist auf jeden Fall ein ziemlich geiler Modus, kann man sich auf jeden Fall mitnehmen, lohnt sich tatsächlich wirklich sehr. Dann haben wir jetzt für alle, die gerne Cayo Perico machen, ihr habt jetzt, also ich kenne meine Community, es gibt viele auf meinem Discord-Server, dem ihr auch gerne beitreten könnt, Link in der Beschreibung. Es gibt viele, die oft nach Cayo fragen, ja, an alle, die sich dafür interessieren und auf Cayo machen, könnt ihr euch gerne auf meinem Discord-Server dazu verabreden. Allerdings habt ihr jetzt hier den Vorteil, was sich auch deswegen auch lohnen würde. Ihr habt jetzt hier ganz einfach den Pink Diamond, also dieser pinke Diamant. Da ist jetzt eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr den bekommen könnt beim Cayo Perico Überfall. Ja, das ist auf jeden Fall was, was man auf jeden Fall mal mitnehmen sollte. Ich brauche das tatsächlich nicht, weil ich habe genug Geld in GTA. Also so gute 20 Millionen sollten, glaube ich, noch in GTA reichen. Wir machen jetzt einfach weiter. Wir haben ein bisschen Kleidung von Rockstar Games geschenkt bekommen. Die kostenlose Kleidung des Valentinstags Updates.
Das ist das Massaker Special und Be My Valentine. So Kleidung, die könnt ihr euch ganz einfach in einem Bekleidungsgeschäft kaufen und anziehen. Ja, hier habt ihr es auch mal eingeblendet. Das sind ganz coole Outfits, die man sich da oder Oberteile, die man sich da einfach sichern kann. Ja, ist auf jeden Fall richtig cool. Ob die so bleiben jetzt, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass es so ist wie am Weihnachten, dass euch wie zum Beispiel die Masken dann einfach wieder weggenommen sind. Ich denke tatsächlich mal nicht. Sollten irgendwelche Profis unter euch sein, könnt ihr das gerne auch wie immer in die Kommentare schreiben. Ja, dann gibt es jetzt hier die Rabatte, die ich euch jetzt hier in dieser Woche ganz einfach einmal vorstellen werde. Diese Rabatte haben es wirklich in sich, die lohnen sich wirklich sehr. Allerdings haben sie sich hier wirklich wiederholt, was ich ziemlich schade finde. Man hätte noch mehr draus machen können, andere Rabatte, statt immer dasselbe, jede 3 Wochen immer dasselbe. Finde ich persönlich ziemlich schade von Vox the Games. Und zwar handelt es sich darum, bis zum 14. Mai könnt ihr 20% Rabatt auf das Master Penthouse und auf deren Renovierung bekommt ihr dann halt 30% Rabatt. Ja, tatsächlich haben die oft das Penthouse schon angeschrieben und veröffentlicht. Allerdings Penthouse hat mittlerweile jeder, glaube ich. Ja, jedenfalls ist es wirklich langweilig tatsächlich, lohnt sich jetzt nicht so. Ja, muss aber am Ende jeder selber wissen, ob man sich das kauft oder nicht. Ich hab's halt schon, deswegen ich brauch's jetzt persönlich nicht. Dann haben wir jetzt hier noch Autorabatte, die sind tatsächlich sehr, sehr krass auf das Valentinstags-Update. Angelehnt. Und ja, dann haben wir jetzt hier die Autorabatte, die werde ich euch jetzt auch noch einmal vorstellen. Da ist auf jeden Fall auch wieder was für jeden was dabei. Dann haben wir 40% Rabatt, wer hätte es gedacht, auf den Roosevelt Valor. Der kostet jetzt $589.200. Ja, den könnt ihr euch jetzt für diese Eventwoche auch wieder sichern. Ich habe den, glaube ich, auch schon gemoddet. Ja, ihr könnt den euch dann ganz einfach auch einmal kaufen oder am besten auch mit Gift Cars einfach nur ziehen. Dann habt ihr 30% Rabatt auf den Drift Yosemite. Der kostet dann jetzt ganz einfach 915, wenn ihr den sofort kaufen wollt, bis hin zu $686.000, wenn ihr den dann freigeschaltet habt. Dann haben wir jetzt hier 2 Fahrzeuge, die sich sehr, sehr ähneln, zumindest beim Namen, wo der Preis auch wieder komplett übertrieben ist und ich bis heute nicht weiß, warum die sowas machen. So, ihr werdet diesen Unterschied jetzt gleich einmal sehen. Das haben wir auch gleich noch bei einem anderen Auto, was ich euch vorstellen würde. Das ist der JB 700, ich hoffe, oder JB, aber ich glaube, der ist JB 700. Der kostet 245.000 GTA-Dollar. Und jetzt haben wir, wer hätte es gedacht, den JB oder JB 700W für sage und schreibe 1.029.000 Dollar. Dasselbe haben sie jetzt hier auch noch mal bei der Peyote gemacht. Da könnt ihr jetzt mal raten, wie viel die kostet. Die kostet jetzt einfach $26.600. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen, bisschen schade, muss ich sagen. Also gut für das Auto, aber also jetzt kommt es ziemlich schade. Das ist der Peyote Gasser oder die Peyote Gasser, ich weiß es nicht. Aber die kostet jetzt einfach 500, also eine halbe Million, $563.500. Das ist sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Man merkt diese Unterschiede, glaube ich. Ich glaube, das hört man, sieht man. Ist sehr, sehr teuer. Dann haben wir den, ich hoffe, das ist richtig, Retino. Ihr könnt mich da gerne korrigieren. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe diesen Namen noch nie in meinem Leben gesehen. Retino MK2. Ich hoffe, das ist richtig für 1,134 Millionen GTA-Dollar, wenn ihr den sofort kaufen wollt. Oder wenn ihr den dann freigeschaltet habt für 850.000 GTA-Dollar. Ja, das auf jeden Fall hat Ähnlichkeiten mit dem Club, also mit dem VW da. Hat ganz leichte Ähnlichkeiten, zumindest eine Motorhaube. Wir haben dann jetzt noch ein paar Waffenrabatte, was ich auch tatsächlich sehr, sehr gut finde. Kann man auf jeden Fall auch wie immer mal mitnehmen in der Eventwoche. Ja, was das jetzt ist, werde ich euch jetzt auch noch ganz einfach einmal zeigen. Die Waffenrabatte ist das Gusenberg MG. Das habt ihr bei der MG-Kategorie, wer hätte es gedacht. Das könnt ihr euch jetzt einmal kostenlos kaufen. Und den rosa, die rosa Waffenfarbe, die könnt ihr euch auch ganz einfach kostenlos holen. Und da haben wir jetzt noch das Free Select MK2 Farbe, die gibt es auch nochmal kostenlos. Soweit ich weiß, gibt es diese MK2 Farbe in der MOC.
müsst ihr dann diese Spezialwaffenwerkstatt euch gekauft haben und dann könnt ihr das euch auch schon sichern. An alle, die sich jetzt aber fragen, war es das jetzt schon von der Eventwoche? Nein, wir sind jetzt gleich aber auch schon durch. Es ist noch eine Kleinigkeit, die wir jetzt hier noch ansprechen müssen, und zwar ist das Podiumfahrzeug, das Casino-Fahrzeug, was wir diese Woche gewinnen können. Das ist ganz einfach der BF Club, der VW. Den sollte jeder von euch kennen. Viele von euch haben den, wie ich das schon im Livestream hier gesehen hatte, die haben sich den per GIFCAS geholt, weil ich eben auch nur empfehlen kann. Ist auf jeden Fall ein schickes Fahrzeug vom geilen Tuning her auf jeden Fall. Das könnt ihr halt diese Woche am Casino Glücksrad gewinnen, was sich meiner Meinung nach schon ein bisschen lohnt. Es hat ein geiles Tuning, ist der VW, viele bekommen da Flashbacks und wollen das Auto auch eventuell in Real Life fahren. Ja, auf jeden Fall soll es das von der ganzen Eventwoche gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich hoffe, euch hat dieses Video auch weitergeholfen mit der heutigen Eventwoche. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Like und mit einem Abo, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Teilt das Video dann auch auf euren Mitteln und Freunden. Ja, wenn ihr gerne möchtet, joint gerne meinen Discord-Server, Link dazu ist in der Beschreibung verlinkt. Ja, mehr könnt ihr euch austauschen mit euren Freunden, ihr könnt Freunde finden, als auch GIFCAS untereinander machen. Ich mache das hin und wieder auch, manchmal muss ich hier so sagen, und das bockt schon mit den Leuten hier auf Discord. Ja, mehr, das soll es vom Video gewesen sein, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mal einem Like und einem Abo, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Teilt das Video dann noch auf eure Mitte und Freunden, aktiviert auch auf eure die Glocke, damit ihr kein Video auf diesem Kanal noch verpasst. Weil in Zukunft werden bestimmt geile Videos noch auf euch zukommen, die ihr auf jeden Fall nicht verpassen dürft. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video oder auch im nächsten Livestream wieder. Bleibt gesund und ciao. Six.